Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Transport Fever. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Das ist nicht unser Ort. Ich dachte aber, jetzt kommt während der Ansage gewesen mal ein Zug vorbei. Aber da hinten sehe ich eine Rauchschwarte. Die ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Sachen wieder an. Also auf jeden Fall Intro anschauen, dann geht's los. Die letzte Folge, die wir total übertrieben haben, hatte ich ja ein paar Probleme hier. Irgendwie hat er mir gesagt, geht nicht, aber ich habe es doch hinbekommen. Ich hatte eine Ampel vergessen. Irgendwie hatte ich die falsch eingestellt, aber jetzt läuft alles, wie es soll. Und dann habe ich das ein paar Minuten mal laufen lassen, einen neuen Zug noch draufgestellt. Einfach, um wieder ein bisschen Kohle zu haben. Weil wir haben jetzt 4,5 Millionen Schulden und können ja bis 10 hoch. Aber ohne Geld zu bauen, ist halt kacke, ne? Deswegen hatte ich hier gut Kohle gemacht. Ihr seht, guck mal hier, wo ist unser Zug? Da ist unsere Zuglinie. Um die 100.000 bringen die. Und hier habe ich auch ein bisschen rumgespielt. Hier ist leider was schief gelaufen. Hier konnte ich dann nicht mehr verbinden. Deswegen habe ich jetzt hier so außenrum einfach eine Straße gezogen. Und natürlich entsprechend die Buslinie hier reingepflanzt. Den da. Und die macht auch gut Geld. Das ist eigentlich relativ untypisch für den Anfang. So, hier haben wir aber ein paar Problemchen. Wie ihr seht, die kriegen das gar nicht wegtransportiert. Genauso wie das hier. Also werde ich mir aber erst einmal hier noch ein paar Wagen holen. So, damit die das alles abtransportieren können, weil erst wenn die warten müssen, weiß ich, es wird Zeit, noch ein paar andere Transportleute zu holen. So, Getränke-Backwaren wollen wir. So. Läuft doch ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn aus hier? Mal so ein guter Schnitt hier Berlin. An welcher Stelle stehst du? Ich habe halt leider wieder viel weggerissen, ne? Du bist Platz Nummer 1. Wahnsinn. Ah, Berlin ist im Kommen. Wir können jetzt noch die nächste Zuglinie anhören, weil das ist ja jetzt quasi mein Dorfzug. Jetzt könnte man noch ein bisschen weitergehend den Regio hier so quasi reinfahren lassen. Hier so im Kreis, das wäre doch auch eine schöne Strecke, oder? Wollen wir einfach nur nach unten gehen. Oder wir gehen nochmal in die Industrie. Das ist alles, ja, was will man machen, was will man machen? Um gut Kohle zu machen. Weil ich habe auch hier einen Industriebahnhof gesetzt. Solange der Platz hat, können wir den mal reinhauen. So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir wo für Industrie? Öl geht immer klar. Man könnte jetzt sagen, hier so rüber. Und hier würde es dann sogar gleich zwei Materialien geben. Glaube ich. Das und das. Das kann man direkt in die Stadt fahren. Und das Öl könnte man hier, sage ich mal, auch mit Weizen oder so wieder weiterverarbeiten. Und dann auch da hoch. Da sind auf jeden Fall, ich glaube, das mache ich mal. Aber diesmal werde ich hier in eine Zugindustrie rein. Das ist ja keine Strecke, ne? Ach, das ist ja auch Kohle. Aber das hier ist ja keine Strecke. Produktion ist natürlich gerade bei Null. Das heißt aber auf jeden Fall, wir müssen hier ein bisschen runterackern. Und generell will ich ja hier auch ein schönes Vorfeld haben. Ja, schwierig, schwierig, wie wir das jetzt machen. Ich würde sagen, nee, komm, wir machen jetzt erstmal hier die Linie.
Aus dem einfachen Grund, dass wir dann daran den Fuhrbahnhof bauen können. Echt eine schöne Strecke bauen, ne? Okay, komm, wir probieren sie jetzt einfach mal an hier. Das ist schwierig, oder? Setzen wir hier hinten in die ICEs. Na gut, man kann ja den ICE dann auch auf der normalen Regelstrecke fahren lassen. Der fährt dann halt nur schneller, ne? Das ist ja auch eine Option. Den können wir auch hier runtergehen. Komm, wir gehen hier runter. Ist einfacher. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein schönes Vorfeld bauen. Jetzt haben wir natürlich blöd die Brücke hier gesetzt. Ich hoffe, dass wir kommen hier rüber. Und dafür finde ich hier diese Mod natürlich auch wieder sehr praktisch als Abstandhalter. Das ist ja bei 0, genau. Jetzt muss man nur die Entfernung hier mal auf 0 und 1 setzen. So, die kann man dann im Nachhinein ja wieder wegreißen. Das nur, damit man weiß, wo man ansetzen sollte. Kostet ja nichts hier, guck mal. Okay, wir gehen hier runter. Wo ist denn hier? Das ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Mal den hier so lang ziehen. So. Na, da geht die Kohle ein bisschen flöten. Schuhe. Ja, 160 reicht eigentlich aus. Ah, hier ist auch so eine doofe Steigung drin, da sehe ich gerade. Die kriegen wir auch nicht weg. Ganze Ding ist hier in einem Gefälle. Na gut, machst du nix. Nicht. Zack. Ja, passt schon. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier so lang. Ja, wie macht man ein schönes Vorfeld? Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Dass hier auch ja alles seine Richtigkeit hat. Und sie nicht zu Kollision kommt. So, da können wir auch am besten mal hier auf die Mods zurückgreifen. Und eine schöne Weiche bauen. Eine X-Weiche. Was? 20.000 kostet die? Na, ich habe ja auch gar kein Geld. Damit Geschwindigkeiten halt gehalten werden, ne? Können die auch jetzt extra breit machen, aber ist ja total blödsinnig. Und das ist zu eng, ne, oder? Hier ist genau die richtige. Was ist denn hier der Unterschied? Steigung haben wir nicht, schön Wand, mal so eine Wand eventuell mal reinziehen. Okay, ich brauche auf jeden Fall Geld.
Wo hatten wir das gerade hier? Passt schon irgendwie. Jetzt natürlich so gerade wie möglich. Und so kosteneffizient wie möglich. Umso schneller können sie erfahren, ne? Haben wir ja schon mal gesagt. Na, hier würden wir glatt dran vorbeirasen. Wir wollen ja eh dahin, aber wir würden eine ganze Ecke vorbeirasen. Ne, die muss die Kurve kriegen hier. Und da gibt es hier halt immer diese tolle Option. Wenn man so ein Parallelgleis haben möchte. Kann man das immer so schön ansetzen. Oh, meine Nase ist ein bisschen dicht heute. Ist der zu tief? Ne, guck mal, der ganze Bahnhof ist weiter unten, ne? Ja, irgendwie so. Zack. Relativ gleich und gerade. So wollten wir es haben. Nee, so nicht. Passt. Ja, ich soll sagen, hier ist ein bisschen angleichen, aber kostet auch alles Kohle, ist immer ekelhaft. Ja, das ist halt ein bisschen tiefer, mein Gott. Aber die verbinden wir jetzt miteinander. Welche Seite habe ich denn genommen? Genau, die richtige zumindest. Lieber ein bisschen eingebettet, oder? Das kostet alle Kohle, ist ja ekelhaft. Wir machen das gleich mal richtig. Wollen wir noch weiter zum nächsten Ort? Ja, aber. Nach oben haben wir jetzt ja keinen, weil den haben wir ja schon mitgenommen. Im Endeffekt dann hier hinten hin. Hier können wir dann auch ruhig drei etwas größer nehmen. Nehmen wir mal den 240er. Ausbaufähig ist es ja immer noch. Zu spitzer Winkel. Und wo kommen wir? Von da kommen wir.
Also, warum will der sich denn hier nicht verbinden? Verstehe ich aber auch nicht. Ja, das war das Gleiche, was ich hier in der Stadt auch hatte, warum ich hier so quasi die Hauptstraße aufgegeben habe und die hier außen rum gezogen habe. Ach, guck mal, es läuft. Immer mehr Profit. Welche Strecke nehmen wir? Nehmen die hier. Das ist bestimmt richtig teuer. Uah. Ja gut, aber der will hier, guck mal. Ist halt gerade, ne? So, nee, das geht mal gar nicht klar. Na, es ist. Also. Ja, ist fast richtig sogar. Ich glaube, also mehr können wir da eh nicht rausholen. Und das, was andere Gleis nutzen, bitte. So, Bahnverkehr liegt flach. Nee, die gefällt mir nicht. Na komm schon. So. Das ist ein Kampf, immer sowas. Wie gesagt, Geld sparen muss sein. Aber ihr kommt da gar nicht mehr steiler runter, habe ich das Gefühl. So. Ihr seht, da kann man ganz schön kämpfen mit. Dass man das dann irgendwann so hinkriegt, wie man es gern hätte. Sieht vom Winkel auf jeden Fall schon mal gut aus. Holzbrücke. So.
Der kann Vollgas geben, ah, sieht halt. Boah, nee. Wohin mit euch? Keine Kohle. Arme Schlucker. Boote werden einfach nicht geduldet. Macht keinen Unterschied. Jut. Müssen wir nur auch das hier alles anbinden? Na, aber die müssen wir noch die Gegenseite machen. Es ist nett, dass er sowas vorschlägt, aber total schwachsinnig, hallo? Man mag es nicht glauben, die zweite Reihe ist immer billiger. Weil er schon ja das Gelände großteils angepasst hat, auch so Brückenteile sind billiger. So. Sollen wir hier den richtigen Winkel schaffen? Ach, die sollen ja gut schnell reinkommen. Man kann auch sehr schön dann parallel starten. Da. Hier muss kein Wechsel vonstatten gehen. Hier im Endeffekt auch nicht, ne? Das ist ziemlich leistungsstark alles. Ich kriege das hin, weil hier wird da garantiert gleich rummeckern von wegen Steigung zu groß und so. Oh ne, guck mal. Wir sind richtig auf die Kacke hier. Gehen direkt halt schon in die nächste Instanz im Endeffekt. Einfach damit wir hier direkt durchstarten können. Ah, die Zeit ist auch schon wieder um. Aber guck mal, wir haben uns Kohle geliehen, alles rausgehauen. Aber hier läuft noch. Der hat abgeschmiert. Und der Zug ist abgeschmiert. Aber es ist vielleicht ein neues Jahr gerade begonnen. Was haben wir? Ja, ist gerade ein neues Jahr. Na ja, guck mal hier, die müssen erst einmal richtig Kohle verdienen, dann passt das. Meine Stadt steigt auch garantiert. 137, es kommt. So, nee, wir müssen jetzt die Feier machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß. Wir haben jetzt leider noch nichts auf die Reise schicken können, deswegen fahren wir auch mal eine Runde mit dir mit. So, Endscreen. Schön davon fahren. Nee, das machen wir ja mit unserer nächsten Linie. Also auf jeden Fall wieder einschalten. Bis dahin.